Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. In dieser Folge werden wir das globale Season 11 Turnier spielen. Und zwar erstmal meiner Meinung, es wird wahrscheinlich so sein wie jedes normale Turnier. Alle Karten sind ab Level 9, Turnierstandard. Egal ob höher, Turm wird auch nur auf Level 9 sein. So wird es funktionieren, ganz normal, nur dass wir 5-mal verlieren können. Und ja, wir gucken mal, wie viele wir gewinnen. Wir können natürlich über 30 gewinnen, aber da gibt es keine. Es gibt eigentlich ab 15 schon keine Belohnungen mehr. Und hier oben könnt ihr den Rekord sehen. Gerade liegt der Rekord bei 31 Wins. Mein Rekord nicht so gut. 12 Wins. Mal schauen, ob wir den brechen können. Heute spielen wir das Deck übrigens. Das normale Schweinereiter Cycle Deck, wer es kennt. Bestimmt alle an alle Clash Royale Spieler, die oft spielen, sollten es kennen. Schweinereiter, Feuerball, Eisgolem, Musketier, Kampfholz, Skelette, Eisgeist und Kanone ist drin. Es macht jetzt keinen Unterschied, ob Max oder nicht, weil es wird alles Level 9 sein und alles ist höher als 9 oder 9. Deswegen kämpfen wir jetzt mal gucken, wie viele wir gewinnen und verlieren. Vielleicht nehme ich auch zwei Parts heute auf. Auf jeden Fall kommt heute alles über dieses Turnier. Und sollten wir wirklich bis zu, ich sag jetzt nicht welche Anzahl, aber eine bestimmte Anzahl an Wins machen, hole ich mir den Bonus für 500 Juwelen, weil ich ihn als praktisch finde. Natürlich ist er bei einem Win schon gut, weil er eine Legendary Chest ist, aber meine Gems will ich natürlich aussparen, selbst wenn ich 1475 habe. Und wir gehen ins erste Match rein und schauen, wie es wird. Ich kann jetzt schon sagen, das Deck hier ist sehr, sehr gut, man muss es aber spielen können und das kann ich nicht im 100%. Ich übe es noch, weil ich das Deck sehr gerne spielen würde. Weil es ist so ein Deck, so ein Assi-Deck kann ich auch sagen gleich. Und ich mag Assi-Decks. Deswegen, ich probiere mal damit zu spielen. Ich kann das aber noch nicht so gut. Deswegen nicht wundern, wenn ich so schlecht mit dem Deck spielen sollte. Also was ich vermute, er spielt Golem, aber ich weiß es nicht. Bei den Spielern kann ich es halt nicht wirklich wissen. Ah, Kampfholz hätte besser sein können. Wir machen sowas hier. Jetzt feuerball ich auf jeden Fall. Zack. Eisgolem und funktioniert schon mal super für die erste Runde. Wir müssen jetzt nur noch achten, dass wir keinen Turm verlieren. Schön, den Schweinereiter komplett ausgelöscht und die Feuergeister auch mit den Eisgeist getötet. Zufall aber. Und er kann, glaube ich, sehr schwer noch einholen. Er hat noch keinen Schaden gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, soll ich push mal noch nicht, weil ich bin zwar gerade ein Vorteil, deswegen würde ich jetzt nicht pushen. Ich würde gerne defensiver bleiben erstmal. Vielleicht gibt er ja auch auf. Das merken wir jetzt, ob er aufgegeben hat. Anscheinend hat er aufgegeben. Dann holen wir uns den Tree Crown. Also alle drei Kronen meine ich damit. Und sollte erledigt sein. Schöner erster Win auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Match. Völlig vergessen zwar zu sagen, aber falls wir eine Kiste öffnen können, zeige ich sie euch natürlich und ich öffne sie mit euch zusammen. Aber ich habe gerade geguckt und es gibt keine einzige Kiste innerhalb von den Free, was man bekommt. Oh nein. Okay, war gut verdächtigt. Es gibt nichts Free beim dem, was 500 Juwelen kostet. Da gibt's was. Aber ob ich mir das hole, das weiß ich ja noch nicht. Da muss ich gucken, wie weit ich komme. Aber die erste Runde habe ich ja gut gewonnen. Vielleicht wird es mit der auch so sein. Das sehen wir ja dann. Geil.
Nicht geil. Okay. Musketieren stirbt, glaube ich. Jetzt, zum Glück habe ich einen Eisgolem nicht gesetzt. Und ich glaube, wir setzen gleich einen Schweinereiter unter Kampfholz. Aber Kampfholz noch nicht direkt, sondern jetzt. Schade. Er hat einen Inferno-Turm, aber das ist gar nicht gut. Erdgift, was besser als ein Feuerball weh ist, aber ist trotzdem nicht so geil, dass es überhaupt hat. Mal schauen, wie es aber wird. Oh, nein. Oh, hätte der Holzfäller einen Schuss gemacht, ich wäre so ausgerastet. Jetzt ein Eisgolem davor und halten Kampfholz. Okay, der Kampfholz, der Feuerball war an sich sehr nutzlos, aber ist egal. Wir haben Schadensvorsprung, das ist wichtig. Aha. Da kommt wohl ein bisschen mehr Neues. Okay, die Feuergeister waren so wack. Oh, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Der Ballon hat einen... Nee, er hat es nicht hinbekommen. Okay, gut so. Und wichtig. Noch wichtig dazu wäre es, dass wir Schaden machen. Mehr. Weil wir brauchen den Schaden. Und zwar unbedingt. Und zwar schnell auch. Oh, der Schweinereiter, dieser Schlag war sehr gut. Nein, egal, nicht schlimm. Wir setzen einfach Eisgolem davor. Schützen damit alten Musketieren. Kobold Gang kommt rein. Ja, es hat geklappt, gut so. Schweinereiter. Kampfholz einfach mal rein, falls Kobold Gang kommen. Sehr gut. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Schön, schön, schön. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir haben zweimal gewonnen und noch keinmal verloren. Das ist sehr gut. Natürlich sind es die ersten zwei Wins, wodurch es nicht ultra besonders ist. Aber es ist schon cool. Und das... Ja, vergisst es, ihr habt es nicht gesehen. Wir machen mal Feuerball einfach mal rein. Okay, das spielt was ultra billiges. Wenn ich jetzt was raten müsste, habe ich keine Ahnung. Digga, der kann aber auch nur Zauber werfen. Ich spiele Schweinereiter. Jetzt weiß ich's. Er spielt Mega-Ritter, okay. Falsch geraten, Patrick. Ups. Vielleicht spielt er ja auch Schweinereiter trotz. Aber das Deck wird gegen uns gewinnen. Es hat zu viel Kontrast. Königsschweine noch dazu. Nee, der wurde sogar geheilt. Nee. Ich bin, glaube ich, schon raus. Er hat zwar nicht viel mehr Schaden gemacht, aber dieses Deck von ihm ist zu gut gegen unseres. Er setzt jetzt gleich Fledermäuse. Jäger spielt er ja auch noch. Als ob der sowas hat. Ja, es wird, wie gesagt... Oh, es wird gar nicht leicht. Er wird uns zerfetzen eigentlich, komplett andersrum. Ja, das verlieren wir, glaube ich. Aber wer weiß... Er hat halt Mega-Ritter, wodurch er das jetzt auch zerfetzen wird. Wir können es nicht gewinnen. Ganz einfach. Wir können es nicht gewinnen. Mega-Ritter kommt drauf. Yep.
Ob er Lust hat oder nicht, wir werden es verlieren. Feuerball war zwar gut, aber es bringt halt nichts im Endeffekt, weil er so viel Spam hat. Okay, der Kampf, das Kampfholz war sehr gut. Aber es bringt halt nichts, weil er einen Turm kriegt. Dann kommt wieder der Mega-Ritter da drauf. Du würdest so machen, die ganze Zeit. Wir haben verloren auf jeden Fall. Ich versuche jetzt einfach noch eine Krone zu bekommen. Ganz schnell, weil ich einfach nur gierig bin, aber mehr auch nett. Ja. Ich habe da auch nicht mehr erwartet. Wir haben verloren. Habe es schon davor gesagt. Und ja, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Runde. Ein Lose und zwei Wins. Wir müssen mal gucken, wie das weitergeht. Okay. Jack, mal schauen, was der so drauf hat. Er fängt schon mal mit Schweinereiter an, ohne dass wir Kanonen haben. Das ist nicht so geil. Er kriegt aber keinen Schlagkraut. Deswegen ist ganz alles noch gut. Ja, das Feuerball, ich glaube schon. Am Anfang musste ich es zwar überlegen, aber jetzt habe ich mich doch entschieden. Schön. Schön verteidigt. Und mal gucken, was er macht. Oder ob er überhaupt angreift. Zufall. Nur Zufall. Ja, der Eisgolem hat ihn auch irgendwie bekommen, dass er verteidigt. Gut so, aber. Darüber will ich mich gar nicht beschweren. Und wir sitzen später im Kampfholz. Ja, komm, Kampfholz. Oh. Gar nicht geil. Würde auch sehr viel Schaden machen, sag ich. Weil der Ritter zuerst eliminiert werden muss und bis dahin ist sehr vieles vorbei. Wir versuchen einfach noch selber eine Schweinereize zu setzen. Ich weiß, er hat Kobolde, die wird auch setzen. Er hat einen Bombenturm sogar noch genug Elixier parat. Okay, das ist nicht so gut gerade. Das ist nicht so gut. Wir haben zwar natürlich noch eine Chance, aber für ihn sieht es gerade besser aus natürlich. Weil wir einen Turm weniger haben als er. Aber wir gucken mal, was wir rausholen. Ich musste eigentlich was probieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Jetzt einfach cyclen. So oft, bis ich was hinbekomme. Er wird wahrscheinlich wieder seinen Bombenturm setzen, kann er. Wir kriegen es zeitlich nicht mehr hin. Wir kriegen es zeitlich zwar nicht mehr hin, aber... Wir konnten da auch nicht viel machen, weil halt auch ein Schweinereiter-Spieler hatte nur das optimalere Deck für uns. Deswegen war es für uns ja auch so unmöglich. Und ja, er macht es auch richtig nochmal. Deswegen können wir nicht mehr gewinnen. Auf jeden Fall verlieren wir gerade alles, was nicht so geil ist. Und ich wechsle Deck und wir sehen uns in der nächsten Runde. Wie ihr es vielleicht von mir kennt, spiele ich X-Bogen. Weil ich X-Bogen sehr cool finde und sehr gut damit, oder was heißt sehr gut, ich mag es einfach, damit zu spielen. Und ich bin zwar nicht der krasseste Typ damit, aber ich versuche es einfach immer wieder und finde es geil damit zu spielen. So ich mich übrigens entschieden habe anzugreifen, weil ich 100% weiß, dass er einen Turm kriegt. Da muss ich nicht viel dazu sagen. Dann wollte ich einfach auch einen Turm haben und greife deshalb selber an. Weil dann haben wir beide einen Turm. Obwohl es für X-Bogen natürlich unpraktischer wäre. Aber da mein Tesla-Turm da ja auch noch lebt, würde ich es jetzt einfach mal so machen.
Okay, das war sehr wichtig noch. Dass der umgebracht hat, war wichtig. Wir können nämlich einfach ganz gechillten Eisgolem da hinsetzen und Tesla-Turm. Ouch. Okay, ob so gechillt ist, weiß ich doch nicht. Ja, ging aber klar. Wir bleiben jetzt einfach nur noch defensiv und dann soll es geklärt sein. Schätze ich mal. Ich hoffe mal. Ich hoffe, er hat auch keine Rakete oder so. Über seinen Turm kriegen wir auf jeden Fall. Ob er unseren kriegt, das weiß ich nicht. Oh, was spielt denn der Typ hier? Das gibt's hier gar nicht, Alter. Königsriese, Riesenskelett. Der wird uns zerfleischen. Also, was ich gegen den machen soll, weiß ich nicht. Jetzt können wir den Feuerball schmeißen. Es wird noch mal sehr knapp, aber... Oh, bitte nicht den nächsten Punkt treffen. Gut so. Oh, der Babydrache noch weg. Sehr gut. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber der Riesenskelett stirbt weg. Was das Ganze wieder gut macht. Oh, wir haben nicht den Königsriesel. Wenn er in der Ecke kommt, dann ist vorbei. Nee, gut so. Sehr gut. So, wir haben es hier verteidigt auf jeden Fall. Einfach mal einen Feuerball nochmal drauf. Bogenschütze hat noch einen Schuss rausbekommen, das war gut und wichtiger. Oh, ganz knapp aber. Aber wir haben es hinbekommen. Er kann uns nur mal einholen. Das war's, okay, gut so. Also, wir haben noch gewonnen. Es war eine sehr schwere Runde. Aber wir sehen uns in der nächsten Runde. Zu dem Typen gerade eben wollte ich eigentlich nochmal sagen, dass er hat uns nur so gut out bekommen, sage ich mal, weil er Königsriese und Riesenskelett gespielt hat. Hätte er eins gespielt, wäre eine höhere Chance da. Obwohl Königsriese schon an sich ein Konter wäre, würde ich sagen. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich würde sagen schon. Naja. Oh, der FGS war so schlecht. Hoffen wir mal, der ändert nicht so viel. Meine Hoffnung ist gerade weg. Als ob die den einen eingreifen. Ja, egal. Du würdest zwar Schaden rauskriegen, 200 oder so, 400. Ja, genau. Aber kann ich nicht ändern. Beim nächsten Mal auf jeden Fall sollte ich
die Archer auf der anderen Seite setzen, da wo der Elite-Barbar schwächer ist. Weil das hätte was geändert, auf jeden Fall. So. Und ihnen ist es egal, oder was? Dass wir seine Wächter wecke. Oh mein Gott! Der Typ ist heftig, sage ich mal so. Nee, ich werde nichts dagegen setzen. Dagegen setze ich einfach nur Skelette ein. Sollten ausreichen dafür, dass kein Schaden dran kommt. Natürlich spielte er, wird uns besiegen. Er hat zu viel zum Angreifen. Er müsste defensiver spielen, damit wir gewinnen können. Achso, damit meine ich defensivere Karten haben, weil der hat ja nur aggressive. Was wäre, wenn ich jetzt aber so machen würde? Spiegel ich wohl bei Kyra auf der falschen Seite? Pech. Er hat den X-Bogen gesappt, das war nicht gerade so gut. Die Valkyren sterben halt, ja gut, aber... Na... Wir können... Ja, er ist sogar dran, er ist dran. Wir haben verloren. Wir können jetzt machen... Aber ich habe mir schon gedacht, er hat gewonnen. Einfach nur aus dem Prinzip, wir konnten nichts machen. Ja, er kann einfach nichts machen. Er spiegelt jetzt Valkyren nochmal, wenn er will, und es war's. Ja. Yep. Wir kriegen eine, aber die andere nicht, ne? Und selbst wenn doch, hätte die Zeit nicht gereicht. Aber gut. Konnten wir nicht ändern, er hatte besseres Deck. Also wir so tun, mal weiter reingehen und schauen, ob es funktioniert. Ne, das ist, was wollte ich gerade eigentlich machen? Schon wieder einer, der mit Wächter spielt, da ja. Ritter kann er machen. Fledermäuse. Interessant. Schweinereiter. Ich will den Tesla auch bewahren. Ja, das ist direkt eine Rakete, Alter. Als ob. Das hat er gerade nicht gemacht, oder? Er hat ja kaum Elixier eigentlich. Das war's. Er hat kein Elixier. Der Ritter kommt auch zu spät. Von daher war es das einfach. Tschüss. Okay, der Turm ist weg auf jeden Fall. Das ist gut. Also von den Gegnern. Unsere noch nicht. Ne, diesmal warte ich, bis er pusht. Ja, kann er machen. Er hat einen Skeletten weggesetzt, okay. Oder wollte er das predicten? Ich weiß es nicht. Aber weil er gerade so viele Elixier ausgegeben hat. Übrigens, er spielt das Deck, was wir vorhin gespielt haben mit Schweinereiter. Nicht wundern. Deswegen. Ja. Wieder dran, als ob. Macht zwar jetzt nicht den größten Schaden, ja. Also, er spielt nicht das gleiche Deck, ne? Noch gesagt, weil Rakete war nicht drinne, Zap war nicht drinne. Aber er spielt ein ziemlich ähnliches. Ich weiß seine Rakete drauf. Ich weiß, dass er es tun will. Nicht? Boah, er pusht aber jetzt komplett rein. Jetzt ist er abgegangen. Bisschen übertrieben, glaube ich. Oder, ah ne, er hat Rakete. Und die reicht doch gar nicht aus.
Nee, die reicht doch gar nicht aus. Er hat verloren, nur weil die Rakete nicht ausreicht. Er hat es unterschätzt. Er dachte, es wäre eine Level 13er, aber es ist eine Level 9er. Und selbst wenn, er konnte sie nicht mehr setzen. Okay, wir sehen uns im nächsten Kampf. Ich will das zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Sein Deck ähnelt nicht wirklich das vom Schweinereiter, was wir gespielt haben. Bis auf Musketier, Kanone und Schweinereiter sind alle anderen Karten anders da. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Match. Heute hier, in der letzten Runde von dem globalen Turnier. Season 10 ist es die letzte Runde, die wir in dieser Folge machen. Wenn wir das gewinnen sollten, werde ich in der nächsten Runde noch eins aufnehmen und wird auch heute noch rauskommen dann. Deswegen schauen wir mal, dass ich das gewinne und wir gucken dann mal. Ich muss das ernsthaft feuerballen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich musste. Aber gut. Okay, er greift ultra an. Wir müssen eigentlich einen defensiven X-Bogen hier setzen. Es bleibt keine Wahl. Der pusht zu hart. Für uns an sich pusht er zu viel, Alter. Wir sollten mal ein bisschen defensiver und versuchen, dass er weniger pusht. Ja, er gibt Ruhe. Das ist gut so. Nein, tut er nicht. Er hat nur gewartet, bis der X-Bogen kaputt geht, als ob. Solche Leute. Was? Er wird den Riese angreifen, oder? Und er hat eine Rocket. Das ist verloren. Wenn ich was sagen müsste, würde ich sagen, das ist verloren. So wie ich sehe. Aber mal gucken, wie es wird. Ja, aber das ist doch definitiv verloren, das erkennt man doch. Er hat eine Rakete, als ob, aber. Na komm. Und er spielt dann noch Lakaienhorde. Kennt man. Riese Lakaienhorde. Nee, aber das können wir nicht mehr gewinnen, das ist so kaputt. Ja, er hat auch ein Random gesetzt und der hat sogar was gebracht. Ja genau, als ob du deine Rakete drauf feiern musstest. Das ist verloren für uns auf jeden Fall. Ja, Digga. Was hätten wir auch machen können? Dann hoffe ich, euch hat diese Folge Clash Royale trotzdem gefallen. Gebt Daumen hoch für mehr Clash Royale. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ich habe auch einen TikTok-Account. Checkt ihn bitte aus. PatrickFritz2. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Namen nochmal, falls ihr nicht wisst, wie man ihn schreibt. Bis nächstes Mal und ciao. Leute.